Herzlich willkommen am Samstagmorgen zu einer neuen Folge hier von der Hof Bergmann Reloaded. Ja, und wir müssen gleich mal hier ein bisschen arbeiten. Unser Flüssigdünger-Produzent-Maschinen-Dingens hier ist voll mit Flüssigdünger. Das heißt, wir müssen den einmal kurz umlagern. Und während der hier befüllt wird, können wir hier schon mal mit unserem Flachbett-Trailer wieder Richtung Feld Nummer, ich glaube 21 ist das, losdüsen, weil da müssen wir noch Ballen sammeln. Wir waren ja hier oben, weil wir den Fendt einmal auftanken mussten, weil der doch schon relativ leer gefahren war. So, das heißt, wir düsen jetzt einmal schnell runter auf den Acker, sammeln da ein bisschen noch die Strohballen ein, kümmern uns dann parallel eben darum, dass der Flüssigdünger da wegkommt und ins Flüssigdüngerlager erstmal reingebracht wird. Ja, und dann können wir eigentlich schon mit der Bodenbearbeitung wieder anfangen hier. Wir müssen dann mal gucken, ob das hier eventuell gepflügt werden muss. So, wir gucken. Ne, Paletten sind nicht so gut. Na, hallo. Wir brauchen... Da haben wir es. Quaderballen. Ach, guck mal, hier steht auch noch ein Anhänger rum. So, dann machen wir mal den Arbeitsmodus an. Und dann sammeln wir. Pum, 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 pum. Ja, mal hier das Overlay anmachen. Also es sind noch 4 Strohballen hier. Das ist gut, dann kriegen wir die ja komplett mit. Das ist sehr gut. So, das können wir schon mal wegmachen. So, hier ist einer. Und da sehe ich 2, 3. Gut, dann haben wir es. So, Strohballen eingesammelt. Dann bringen wir die schnell weg. Rein in unser schickes Ballenlager. Und dann geht das aber los mit der Bodenbearbeitung. Das heißt, wir schnallen die Spritze gleich dran und dann geht es einmal über die 3 Felder, die wir ja schon fertig abgeerntet haben, und gucken, dass wir das möglichst jetzt in dieser Folge alles hinbekommen. So. Das ist doch ganz schön voll geworden hier. So, den Hänger stellen wir einfach mal hier oben hin, weil hier werden wir ihn eh am ersten brauchen. So, einmal abkoppeln. Dann einmal Feldspritze. Oh, 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 oh. Gut abgefangen, nicht in die Mauer gekracht. Ha. Aber gerade so.
ein bisschen krumm. Müssen wir mal so. Na. Jetzt aber. Oh. Eieiei. So, dann brauchen wir noch den Fronttank. Na, komm. So, aber jetzt mal ganz fix hier rüber. Hintere Spritze auswählen. Das können wir auch wegmachen. So, wann halt mal. Ich wollte ja erstmal gucken. Nee, müssen also noch nicht gepflügt werden. Das ist ja noch ein besserer Vorteil. Da haben wir es also relativ einfach. Einmal düngen, dann mit der Sämaschine drüber juckeln. Und dann müssen wir, wenn die erste Wachstumsstufe ist, nochmal mit der Spritze drüber. Und dann sind wir durch im Grunde. Müssen dann mal gucken, dass wir das Ansehen mit Curseplay dann machen. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen. Und wir müssen dann mal wieder Gras mähen, um unsere BGA wieder in Gang zu bekommen. Weil die soll ja auch schön ordentlich Biogas produzieren. Weil das ja mit eines der besten, eine der besten Einnahmequellen hier ist. Ja, und dann müssen wir auch unbedingt mal gucken, ob wir das heute noch hinbekommen, einmal die fertigen Schafe aus der Lämmerzucht rüber in den Schafstall bringen, damit da eben auch die Produktion von Schafsmilch losgehen kann. Tja, und dann wollten wir ja eigentlich auch Ziegen kaufen und oh Mann, das ist schon wieder so viele Sachen, die man vorhat und man nicht weiß, wie man das eigentlich alles schaffen soll. Dann müsste man gucken, wie weit denn die Apfelplantage ist, die Gemüseplantage müsste wieder bearbeitet werden und oh Mama Mia. Aber wir könnten, das machen wir jetzt mal kurz. Wir brauchen den zweiten, der ist hier. Wir geben dem jetzt einfach mal den Tieranhänger,
und lassen den einfach mal zum Tierhändler runterfahren und wieder zurück und wieder runter und wieder zurück. Oh, da ist ein Hund. Und kaufen einfach mal Ziegen jetzt. Der Hänger stand ja, ne, nicht hier, sondern eine weiter oben. Ja. Ja, mecker du ruhig hier rum. So, hier steht er. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir Umlaufhof Viehhändler? Ja. Da kann der, oh, kann der hier auf die Reise. Falsches Gerät für diesen Modus. Ja, stimmt. So. Und dann machen wir hier weiter. Rüsten wir mal auf mit den Ziegen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen von jeder Tierart Minimum 500 haben. Wobei wir, ich denke mal, kauftechnisch werden wir jetzt mal so auf, na, 350 gehen und der Rest sollte dann über die natürliche Reproduktion entstehen. Ich denke, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll so. Genauso müssen wir mal gucken, wie es denn. Wir haben ja auch neben der dieser Lämmerstation auch noch eine Ferkelaufzucht, wo wir im Grunde die Ferkelkisten, die hier im Schweinestall entstehen, hinbringen können und da dann im Grunde auch ausgewachsene Schweine entstehen. Da könnte man gucken, wie viele wir da schon haben oder ob wir überhaupt welche haben. Aber die Ferkelaufzugstation, die kostet wieder. Ist auch nicht so prickelnd. So, gut, wir werden jetzt aber gleich mal, wenn wir die Bahn hier fertig haben, erstmal Ziegen kaufen. Jetzt geht das wieder los. Wo waren die Ziegen? Das waren die Kühe. Ich glaube hier. Das sind Schafe und Ziegen. Ja. Ziege. 23 Stück. Ja. Ja, genau. So, und einmal zurück, bitte.
Da war noch irgendwo so ein kleines Fitzelchen. Das machen wir noch schnell. So, und weiter geht's auf den nächsten Acker. Aufklappst, guck mal, haben wir genau abgepasst. Abladen. Guck mal, jetzt haben wir schon 121. Boah. Es füllt sich. Und los geht's hier. So, während wir hier fahren, kann ich mal ein kleines Schlückchen nehmen. Denn der Hals wird schon wieder so kratzig. Und nicht, dass mir da die Stimme noch wegbleibt. So, wir ziehen jetzt aber erstmal hier geradeaus durch, dann machen wir den hinteren Teil kurz fertig. Wobei wir jetzt eigentlich auch mal das so machen könnten. Mit GPS. Gut, dass jetzt hier in der Klasse so ein kleiner Streifen übrig bleibt, ist nicht so geplant gewesen. So, und der Wario ist schon wieder unten angekommen. Meine Güte, der ist aber fix unterwegs. Das heißt, nach dieser Bahn geht es wieder mal ans Ziegenkaufen. Tüdeltüt, tüdeltüt. So, jetzt muss ich hier mal so ein bisschen... so machen. Ja. Gucken, kriegt er den auch von hier schon? Ja, wunderbar. Ja.
Na? Und weiter geht es. Eine Bahn nach der anderen wird gezogen hier. Da haben wir das zweite Feld auch schon, ja, über die Hälfte fertig. So, und der Wario ist wieder da. Ja, den entladen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich will erstmal noch das Feld hier fertig bekommen, dass wir da mal weiterkommen einfach. Zeit zum Ziegenkaufen haben wir immer noch. Auch jetzt so ein halber Meter noch mal Platz. Aha. Naja, egal. Dadurch, dass wir ja das Sprayer Add-on hier mit drauf haben, können wir da problemlos noch mal drüber fahren, ohne dass da jetzt zu viel Flüssigdünger verbraucht wird. Das ist schon vorteilhaft, muss ich sagen. So, komm, jetzt einmal hier längs. So, und ganz nach unten. Ja, dann müssen wir gleich noch einmal zurückfahren, dann sind wir hier auch fertig. Bum, 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 bum.
So. Und das letzte Stückchen. So, und damit sind wir im Grunde auch schon wieder fertig für heute. Ups, nochmal ein Autosave. So, ich will noch ein Bildchen machen. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder, wenn wir wieder hier zurück sind auf der Hof Bergmann Reloaded. Bis dahin, macht es gut.